8 Jahre später. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit deinem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Angemessen. Sie glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Huren. Auf jeden Fall haben sie im Dialog schon über ein Hurenhaus geredet. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag.
Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Ja, tut mir leid, also es gibt wahrscheinlich keine Prostitution im gesamten Spiel. 5, 6. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Öffne die Garage und wähle ein Auto. Samson Drifter? Schon cool, dass die Farbe des Innenraums auch anpassen kannst. Das ist gelb wie mein früheres Cabriolet, was ich gefahren habe. Richtig schönes Auto. Damit hast du früher die Schnecken abgeschleppt. Beim langsamen Inbiss. Geh weg, rechts vor links überall. Oh nein! Du bist schuld! Mit dem Auto hast du ja immer Vorfahrt. Ich glaube, mit dem Auto kann ich auch gut entkommen. Weil das nicht so eine Trantüte ist. Da habe ich übrigens mal wirklich auf das neue Wasteland gespannt. Wo ich wieder die ganzen Lichteffekte hier sehe. Weil in Wasteland 3 werden die ja RTX richtig gut nutzen. Da haben die auf dem Nvidia-Event letztes Jahr auf der Gamescom ja schon, sag ich mal, einen extra Bereich gezeigt, wo speziell auf RTX-Karten das lief. Und das sah halt schon Hammer aus. Klar, Cyberpunk wird auch profitieren von RTX.
Aber deshalb werde ich mir jetzt noch nicht die 3000er holen. Ich warte noch, bis AMD bekannt gibt, was Navi macht. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Ich hoffe, wir müssen nicht mit mehr als zwei Leuten fahren. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Weil zu dritt wird ein bisschen eng hier drin. Passt gut auf mein Baby auf, während ich weg bin. Hier ist er. 1929er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Boah, was ein Ding, ey. Okay, der hat einen ganz schön guten Zug, ey. Ups, mach ihn bitte nicht kaputt, mein Fehler! Boah, die Kurven. Der ist in den. Alter. Das Ding mag schnell sein, aber die Kurvenlage ist ja Hölle. 29 gab es wohl nur gerade Strecken. Entschuldigung. Der hat wirklich null Grip in der Kurve. Ich habe mir die Zeit am Ende jetzt nicht die Mission versaut. Beziehungsweise wo ich mich ein bisschen gedreht habe. Bist du? Tommy Angelo. Lucas Bertone. Das ist meine gute Hand. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Schraubenschlüssel einfach draufhauen. Aber hallo. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey,
Sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, wenn das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Das bedeutet, dass der Wagen jetzt auch schon bei mir bockig wird, ne? Ach, wenn er überhitzt, dann wird der Wagen bockig. Und er zieht auch in die Richtung, also in die Seiten. Alter Schwede. So eine schwammige Scheiße. Gab es früher keinen Hinterlader? Man hätte doch einfach auch so einen Scheunenwagen lagen, also draufheben können. Also so viele Kilos wird der jetzt auch nicht haben. Okay, sagen wir mal 500. Ich fahre neben der Bahn, damit der Straßenbulle mich nicht sieht. Bockiges Ding, ey. Ja, ich bin schon an der Rennstrecke. Nur runterfahren. Aber ich kann verstehen, warum früher das anstrengend war, diese Mission. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion.
Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, Sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Mein Gott, es gibt wirklich ein echtes Rennen im Spiel. Er hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist raus. Der Favorit ist raus. Wer überlebt die berühmte erste Runde der Saison? Oh Gott, verdammt! Es wird eng vor der Kurve. Und es gibt Kollisionen. Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute wird es mehr als ein Fahrkraft. Oh Gott! Der? Go, go, go! Oh Gott, soll das ein Witz sein? Leute. McKellen macht es sich bequem an der Spitze. Der Rest ist ihm auf der Fährte. Mein Gott, dabei diese fröhliche Musik. Als wenn ich zum Picknick fahre. Na, oh, verdammt, Bastard! Verdammt! Ein verbissener Zweikampf zwischen Garcia und Jackson. Das war schon mal richtig schlecht. Oh, verdammt! Du Bastard! Leute, unglaubliche Fahrkünste. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Es ist wirklich nicht einfach. Weil wenn du die Bremse nutzt, kommst du direkt ins Schlittern. McKellen führt, Moore knapp dahinter. Jeder könnte gewinnen. Nur nicht Tommy Angelo, weil Tommy Angelo einfach mal hier hinten rumgammelt. Ach, sie hatten von... Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Ich fahre das Rennen noch, beziehungsweise hier so ein Stückchen. McKellen fällt hinter Garcia. Garcia kämpft in der Kurve. Noch ist hier alles offen.
Komm! Zum Üben. Weil ich denke mal, es gilt ja gleich als verloren. Seht ihr hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Ach, da ist die Hupe. Lichtenberg ist raus und Angelo schwächelt auf. Es sei denn, es gibt noch mehr Überraschungen. Ich dachte, Lichtenberg ist raus. Wie kann Lichtenberg dann schwächeln? Rennen neu starten. Nach unten drücken. Ja, natürlich kann ich neu starten, aber ich wollte auch ein bisschen noch fahren, um Gefühl zu kriegen für das Fahrzeug. Sonst verkacke ich doch direkt wieder, wenn ich das Rennen einfach sofort starte. Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Die Meute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist... Arschloch! Hoffen wir auf ein sicheres Rennen, Leute. Scheiße! Mist! McCann führt, Moore knapp dahinter. Jeder könnte gewinnen. Scheiße! Was? Aggressiver Fahrstil von Angelo. Ja, Taxifahrer. Los, Start! Scheiße. Ich bin vorhin mal so halb über den Huckel gefahren. Lichtenberg ist raus und Angelo schwächelt auch. Es sei denn, es gibt noch mehr Überraschungen. Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, ja! Die ersten drei um die Führung. Du Bastard! Hartes Rennen da draußen, hoffentlich nichts Ernstes. Taylor, Anderson, ja! Alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Boah, gib es nicht, ey. Haben die das Rennen echt so anspruchsvoll gemacht? Es wird eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Arschloch! Der neue Herausforderer. Du Bastard! Ist das Schlusslicht. Mist! Oh, oh nein, ein übler Zusammenstoß! Was für ein Rennen, Leute! Unglaubliche Fahrgäste! Ach, komm schon, ey! Ja! Garcia, Lewis und Jackson stoßen vor zur Spitze des Feldes! Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde!
Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Ein verbissener Zweikampf zwischen Kampfiger und Jackson. Sehen Sie hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Obwohl ich nicht schneller bin als die. Ach ja, das ist echt kacke. Upsala, mein Fehler. Das war's. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Ne, das war's auch wieder. Ach, da ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Und auf ein neues. Favorit Martin Licht. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Piep, piep, piep. Wir sind gestartet. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist raus. Der Favorit ist raus. Wer überlebt die berühmte erste Runde der Lost-Herren-Strecke? Es wird echt Scheiße! Kurve. Und es gibt Kollisionen! Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute wird es mehr als ein paar Kratzer im Lack geben. Was war das denn? Oh Gott! Ein hartes Wetter draußen. Ha! Amateur! Das gibt's doch nicht, ey! Vor allem das Schlimme ist, du kannst das Rennen jetzt nicht neu starten an der Stelle. Du musst warten, bis er erst ins Ziel fährt. Oder sehe ich irgendwo was anderes? Ich glaube nämlich nicht. Letzter Kontrollpunkt da, und das könnte das sein. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichten. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Die Meute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Mist! Arschloch! Ein hartes Rennen da draußen, hoffentlich nichts Ernstes. Keine Sorge, Leute, wir haben Ärzte vor Ort, falls es zu Verletzungen kommt. Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Arschloch! Oh! Raus
Angelo. Sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Der Erste rast in seine zweite Runde. McCarron fällt hinter Garcia. Garcia kämpft in der Kurve. Noch ist hier alles offen. Ja, und hängt auch schon wieder in der Reling, ey. Wer soll ich speziell für die Fahrt, also fürs Rennen, den Schwierigkeitsgrad nachher runterstellen? Sonst werden wir noch hier Stunden drin hängen. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichten. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Die Beute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. So nichts anderes als Mario Kart. Lichtenberg hat Probleme, etwas stimmt nicht. Ah, Mist! Lichtenberg ist... Oh Gott! Hoffen wir auf ein sicheres Rennen, Leute. Ah, verdammt! Garcia kämpft in der Kurve. Noch ist hier alles offen. Du Bastard! Lichtenberg ist drauf und Angelo schwächelt auf. Es sei denn, es gibt noch mehr Überraschungen. Eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Ein verbissener Zweikampf zwischen Garcia und Jackson. Sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Was für ein Rennen, Leute! Unglaubliche Fahrkünste! Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Soll das ein Witz sein? Üble Kollision weiter hinten. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Nichts! Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung.
Garcia, Lewis und Jackson stoßen vor zur Spitze des Feldes. Seht ihr hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Bis dann! Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. So eine Kacke einfach, ey. Warum lässt sich das besser steuern in der Perspektive? Nur Loser. Europa kommt der heutige Favorit. Bevor wir hier für alle Zeit festsetzen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas verändert. Die Meute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Es hat nichts mit Betrügen zu tun, aber ich will auch in der Story vorankommen. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Oh, verdammt! Oh ja, das ist halt schon was anderes, wenn du hier normal passt, anstatt Simulation. Ja, tut mir leid, ey, aber sonst sind wir noch 8000 Jahre an der Stelle. Ich bin kein Racer. Ich war da noch nie so der Meister drin. Das Schlimme ist einfach, auf dem Classic-Modus kannst du während des Spiels nicht umschalten. Das bedeutet, dass Leute an dieser Stelle dann stehen und sagen, verdammte Hacke, ich muss dieses perfekte Rennen auf Simulation spielen. Und es ist total scheiße schwer. Und die Konkurrenz ist auch scheiße schwer. Es ist wie ein Storystopper. Obwohl, wahrscheinlich hat es auch schon gereicht, dass ich die Fahrphysik halt auf normal umgestellt hätte, anstatt auf Simulation. Warum ist trotzdem einer genau hinter mir gerade? Die Kurve ist halt bedeutend einfacher zu fahren. Taylor, Anderson, Angelo, Sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Kampf der Simulationsmodus bei Fahrzeugen erst später in das Spiel rein damals. Andere Leute können gerne dieses Spiel dann auf schwer und Simulation fürs Autorennen machen. Aber ich bin ganz froh, wenn dieser Abschnitt einfach geschafft ist. Sehen wir hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Meine Rundenzeiten sind auch einfach besser.
Abgang hat das Rennen angestachelt. Ich bin überhaupt nicht stolz. Ich fahre ein ganz einfaches Rennen. Ich glaube, man kann, in den Optionen gab es irgendwas, dass du irgendwas überspringen kannst. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Irgendwas, was mit Fahren zu tun hat. Doch wie lange noch? Wahrscheinlich ist da auch das Rennen mit gemeint, keine Ahnung. Boah, die Autofahrten zu den einzelnen Missionen sind übersprungen. Anderson und Garcia an zweiter und dritter Stelle. Warten auf einen Fehler von Angelo. Ja, da könnte sogar noch kommen, der Fehler von Angelo. Weil selbst auf Leicht klebt der wirklich immer noch hinter mir. Es ist so krass. Du musst es halt wirklich wie eine Simulation fahren. Auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Nein! Nein! Ah, Amateur! McKellen macht es sich bequem an der Spitze. Der Rest ist ihm auf der Fährte. Verpiss dich! Haut ab, alle! Oh, verdammt! Üble Kollision weiter hinten. Nicht gut, Angelo kommt zurück an die Fährte, kann den führenden Tommy Angelo noch einholen. Verpiss dich! Bastard! Schlampe! Draußen, hoffentlich nichts Ernstes. Juhu! Ja, klasse! Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Alles easy. Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Hunde. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber... Vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. So, bevor ich es vergesse. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. Zigarettenbilder Mario. Ah, übrigens, muss nicht heißen, dass ich eins vergessen habe. Vielleicht sind die Zahlen auch einfach random. Du musst ein paar auch auf der Weltkarte suchen zwischendurch.
sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Genieß die Party. Hey, Frank. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst Tolles klingt der Rennen, Tag Chef. Des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Top Rennen, Mann. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Pauli wird wohl jetzt Ärger machen. Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raushaben, aber ignoriere sie. Die Party hört nicht auf. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Was machst du für einen Stress? Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Die Kuh macht Mu und der Sohn sagt Quack. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los geht's, Großer. Bringen wir dich nach Hause, Pauli. Ich habe wieder sehr schöne Kleidung an. Wie auf dem Krimi-Dinner. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere... Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Pauli, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht.
Tom, ich brauche eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom! Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauli. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es hat ein blaues Schild. Da brauche ich schon etwas mehr. Blaues Schild, darauf steht Blue Tropics. Das ist genau neben den Docks. Macht Sinn. Oh, zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht ist das gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal... Träum schön, harter Kerl. Ich werde... Ja, ich fühle mich nicht so gut.